Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hi. Hallo, guten Tag, Herr Rasi. Ich bin eine Frau, hörst du das nicht? Ich bin Rachel und rufe von Quality Control Abteilung an. Du bist dumm und kriminell, das bist du, aber erzähl weiter. Hallo? Wie bitte? Ja, hallo? Was möchtest du denn, verdammt? Sie haben sich für den Handel registriert. Oh, der Plattform Benz Capital. Stopp, gib mir einen Kollegen, der Deutsch sprechen kann. Wie bitte? Gib mir einen, der Deutsch sprechen kann. Give me a German speaking colleague. Dai mir ja Germania Kollege. Verstehst du das? Ja, okay. Moment bitte. Geht doch. Hallo? 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 Wer ist denn da? Hallo, guten Tag, Herr Simbagen. Ja, was möchten Sie denn? Hier ist Christophia Munster. Sie haben mit meiner Kollegin vorher gesprochen. Ich möchte bitte mit jemandem sprechen, der richtig Deutsch kann. Ist das so schwierig? Warum ist das? Wie warum? Ich investiere doch nicht bei Leuten, die überhaupt nicht verstehen, was ich sage. Sie verstehen ja alle gar nicht, was ich sage. Sie können mich gut verstehen, ja? Siegen? Ja oder nein? Ich möchte mit einem Deutschen sprechen. Haben Sie das, ja oder nein? Ich bin ein Deutscher. Nee, mit Sicherheit nicht. Ein Meerschweinchen ist noch lange kein Hase, wenn es im Hasenstall geboren wird, ne? Говори по-русски, сука, блядь. Hello, madam, do you speak English? Hallo? Hallo? Hallo, ja? Ja, das ist... Rakesh ruft an von Trading 399. Ihre Bestellnummer bitte. Hallo, Madam. Hallo. Ja? Ja. Können Sie mir bitte Kontonummer geben? Is it for what? Nein. Du Kontonummer right? geben und du Investment machen. Dann viele Profit machen. 300% bei einem Monat, okay? You speak English, right? Right, I do. Can you please give me your IBAN number so we can subtract the amount for the investment from your bank account, right? Okay, einen Moment bitte. Right? Moment, bitte. Hallo? Hallo? Ja, einen schönen guten Tag. Ja, was kann ich denn tun für Sie? Ja, kann ich Ihnen helfen? Es geht darum, Sie haben Interesse gezeigt an einem Handelskonto. Ja, Sie sind jetzt die vierte Person, mit der ich spreche. Was möchten Sie denn okay. bitte? Ja, Sie haben Interesse gezeigt in einem Handelskonto. Und es ist so, wenn Sie sich registrieren, werden Sie so lange Anrufe bekommen, bis das Konto aktiv ist. Ja, aber Sie sind jetzt die Erste von der Truppe, die sich vernünftig ausdrücken kann. Die anderen haben nur ins Telefon gebrabbelt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was Sie alle von mir wollen. Okay, warten Sie bitte. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ja, aber jetzt nicht wieder jemand anderen holen. Wie alt Sie sind? Ich bin 73. Okay, wie heißen Sie? Bitte? Mein Name ist Mada. Bitte? Mader, wie das Tier im Auto, ist mein Name. Das Mader. Müssen Sie aber Sie wissen, wenn Sie hier anrufen. Vor- und Nachname? Egon Mader. Egon Mader. Ja.
Und Sie haben, darf ich Ihre E-Mail-Adresse bitte wissen? Nochmal, das ist so laut bei Ihnen, ich verstehe es Ihnen so schlecht. Okay, warten Sie bitte ganz kurz, bleiben Sie kurz dran. Moment, nein, bitte nicht wieder einen anderen holen, mit Ihnen kann man wenigstens sprechen. Nein, ich werde mit Ihnen sprechen, alles gut. Warten Sie bitte. Hallo? Ja? Ja, Herr Mader? Ich bin auch da, ja. Ja, also, es geht darum, Sie haben Interesse gezeigt an einem Handelskonto. Haben Sie schon Erfahrungen im Finanzmarkt? Nein. Okay. Haben Sie denn, okay, Sie haben sich registriert für Bitcoin, Krypto. Wissen Sie, was Krypto ist? Ja, ich habe da gelesen von, ne? Okay. Und Sie haben die Möglichkeit, diese Aktivierung mit uns zu machen, weil Sie haben sich jetzt registriert und solange das Konto nicht aktiv ist, werden Sie immer wieder Anrufe bekommen. Ja, von wem rufen Sie denn an? Das versuche ich jetzt seit 7 Minuten rauszubekommen, wer da anruft. Ich bin von BTC. Wir sind von BTC Bitcoin Crypto. .com und Sie haben Interesse gezeigt, um das Konto zu aktivieren. Möchten Sie gerne mit einem Finanzberater weitermachen oder mit dem AI-Software? Ich würde gern mit Ihnen weitersprechen, weil die anderen kann man alle nicht verstehen. Das, ne? Nein, also der Finanzberater, aus Osteuropa würde ich schätzen. Ich weiß, der Finanzberater ist ja so, dass er in diesem Bereich, der ist derjenige, der ihr Konto einrichten wird. Das ist auch ein Deutscher. Ja, das ist gut. Nee, der muss nicht Deutsch sein, der muss nur die Sprache sprechen. Okay, verstehe. So, und darf ich bitte einmal wissen, möchten Sie, also Sie bekommen eine Versicherung für Ihre Investition, damit da keine Betrugsfälle passieren und damit Sie nicht in Verlust gehen. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Sie bekommen für die jede Aktivierung, die Sie machen, bekommen Sie eine Investitionsversicherung für Ihre Investition. Aha. Damit da keine Betrugsfälle passieren. Oh, Sie hören sich erkältet an, ist alles in Ordnung? Ja, alles gut, danke. Ja. So, und Sie haben die Möglichkeit, das Konto mit 3 verschiedenen Beträgen, das Konto zu aktivieren. Ja. Darf ich fragen, Herr Mader, was machen Sie beruflich? Sind Sie noch berufstätig oder sind Sie schon Rentner? Ich habe noch mal eine Firma gehabt, ne? Das macht jetzt mein Sohn weiter. Aber ich bekomme noch, sag ich mal, Bezüge, ne, weil ich das ja alles aufgebaut habe. Ne? Aber ich bin in Rente offiziell. Ne? Okay, verstehe. Und Sie möchten das einfach mal so ausprobieren mit der Investition? Ja, eigentlich wollte ich das mit meinen Enkeln machen, weil mein Enkel hat mir das erzählt. Ne? Der ist jetzt aber nicht da. Aber das wäre ja nicht. Wie heißt der Enkel? Bitte? Wie heißt der Enkel? Dorian. Florian, okay. Ja. So, Sie möchten jetzt gerne, also Sie haben die Möglichkeit, mit mir die Aktivierung zusammen zu machen, wenn Sie einverstanden sind. Ja, bitte, ja. Es gibt 3 verschiedene Beträge, mit denen Sie die Aktivierung starten können. Ja. Ja, der Minimumbetrag fängt mit 250 an und 500 Euro und 1000 Euro. Bei 500 Euro und 1000 Euro bekommen Sie einen Bonus von unserer Seite, dass Sie nochmal 30% extra. Also, dass ich mehr Umsatz mache, oder wie verstehe ich das? Genau, damit die Gewinne höher sind. Wenn Sie jetzt mit 200 anfangen, ist das eine Möglichkeit, dass Sie im Monat 800 bis 1000 Euro an Gewinn erzielen können. Nochmal bitte? Mit 250 können Sie pro Monat 800 bis 1000 Euro an Gewinn erzielen. So viel? Ja, im Monat mit 250 Euro Einsatz im Monat, ne? Nicht täglich, sondern im Monat. Ja, das ist ja schon eine enorme Menge. Ja, und Sie können dann noch zu, also täglich wäre das ein täglicher Gewinn zwischen 18 und 22 Euro. Boah, das hört sich jetzt nicht viel, aber die Menge Euro, macht's, ne? Bei 500 Euro sind das 55 bis 60 Euro täglicher Gewinn. Ja. Das ist gut, oder?
Ja, mit welchem Betrag möchten Sie denn gerne anfangen? Was denn am besten für einen Anfänger? Ich weiß nicht, Sie müssen es entscheiden. Wenn Sie größere Gewinne machen möchten, können Sie größere anfangen, aber wenn Sie noch keine Erfahrung haben, würde ich sagen, Sie können auch mit 250 anfangen. Ja, dann glauben, machen wir das erstmal. Man kann das ja noch aufstocken, oder? Also wenn das dann gut funktioniert. Genau. Ne? Ja, das kann man machen. Ja, gut. Ja, dann machen wir das doch. Okay, wie möchten Sie diese Aktivierung durchführen? Mit Ihnen. Ja, haben Sie Online-Banking oder Kreditkarte? Ne, also eine Kreditkarte habe ich keine, ne? Aber ich habe okay, die. Haben Sie Online-Banking? Ja, das wollte ich ja gerade sagen, das habe ich, ne? Bitte? Nochmal bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, nochmal bitte. Ja, ich Sie auch nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, möchten Sie diese Aktivierung machen jetzt? Haben Sie Online-Banking dazu, um das zu machen? Ja, ja, das habe ich. Das geht ja heute nichts mehr ohne. Nochmal bitte? Mit welcher Bank sind Sie verbunden? Wie meinen Sie das? Ja, mit welcher Bank sind Sie verbunden? Wo haben Sie denn die Online-Banking? Ach so, das ist die Sparkasse, ne? Sparkasse, welche Filiale? Bitte? Welche Filiale? Emskirchen ist das. Emskirchen, okay. Ja. Herr Mahler, darf ich bitte einmal Ihre E-Mail-Adresse wissen? Nochmal bitte? Ihre E-Mail-Adresse. Ja, das ist Hinterotter. Moment. Sagen Sie mir die nochmal. Hinterotter? Ja. @gmail.com. Wie heißt die E-Mail? Hinterotter@gmail. Können Sie mir das buchstabieren, bitte? Ja. H wie Heinrich, I wie Ida, N wie Nordpol, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, O wie Otter, dann der doppelte Theodor, Emil Richard. Hinterotter@gmail.com. Ja? Sind Sie gerade am PC? Bitte, können Sie mal die Musik ausmachen? Ich verstehe kein Wort. Ja, sitzen Sie am PC? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Sitzen Sie am PC? Ja. Okay, machen Sie mal Ihre E-Mail auf. Oh, ja, da muss ich noch mal kurz durchtauschen hier. Henrike von Trenntours Touristik. Sind Sie das? Nein. Entdecken, ich kriege gerade die E-Mail. Die Welt entdecken muss nicht die Welt kosten. Traumreisen zu Sonderpreisen. Das wollte ich gucken aber gar mal, nicht machen. Gucken Sie mal, ob Sie jetzt eine E-Mail bekommen haben von Rachel Smith. Ich prüfe das. Haben Sie was bekommen? Nein. Rachel Smith, aktualisieren Sie nochmal Ihre E-Mail. Oder habe ich es gefunden? Rachel Smith. Ja, das ist aber eine sehr seltsame E-Mail, die Sie mir da geschickt haben. Nein, ich habe nur, damit Sie meine E-Mail erhalten. Was sehen Sie denn in der E-Mail? Da steht, sehr geehrter Herr Mahler, hier ist Rachel Smith. Okay, ja, das ist meine E-Mail. Ich wollte nur gucken, ob wir Ihre E-Mail bekommen. Also, dass Sie unsere E-Mail bekommen, ja? Ja, soll ich jetzt zurückschreiben? Na, können Sie mir bitte zurückschreiben? Ja, einen Moment bitte. Jetzt habe ich gerade schon wieder die Zeitung aufgemacht. Ich habe zurückgeschrieben. Ich habe noch nichts bekommen. Von wo rufen Sie denn an, sagen Sie mal? Ich rufe von
Engel an. Sie haben mir gesagt, dass Sie heißen Edo Mader, richtig? Ja. Und wer ist Heinrich Hinterrotter? Das ist mein Neffe. Der hat mir das mal eingerichtet. Woher kennen Sie den denn? Nee, weil der Name gerade mir eine E-Mail angezeigt wird. Da muss ich ihn noch mal fragen. Das soll ja nicht sein. Okay, so, so, sind Sie dann jetzt bereit, das Konto zu aktivieren? Können wir das jetzt machen? Ich richte mich da nach Ihnen. Brauche ich da denn irgendwas für, außer Zeit? Ja, Sie müssen das am PC machen. Ja, da bin ich ja. Das habe ich Ihnen ja mitgeteilt. Ja, Sie bekommen einen Link, wo Sie diese Aktivierung machen werden. Ja. Jetzt auch wieder per E-Mail? Ja, nee, Sie kriegen den Link, wenn Sie einverstanden sind, bekommen Sie den Link jetzt per E-Mail. Ja, schicken Sie mal rüber, ne? Das muss ich dann ja haben. Dann werde ich Sie am Telefon begleiten, um diese Aktivierung zu machen. Sie haben Online-Banking, haben Sie gesagt, richtig? Ja, das habe ich. Das ist ja alles kein Problem. Sie können das dann mit dem Online-Banking machen? Ja, das dauert manchmal einen Moment, weil da ist ja immer noch die Bestätigung ans Mobiltelefon und alles, das... Da bin ich nicht der Schnellste, aber ich krieg das mit Sicherheit hin. Okay, also Ihr Name ist Edo Mader, richtig? Bitte? Egon Mader. Edo Mader. Egon Mader. Können Sie mir das nochmal auf meine E-Mail schicken, den Namen von Ihnen? Ja. Schicken Sie mir das nochmal bitte. Können Sie mir auch bitte einmal Ihren Ausweiskopie mitschicken? Na, was soll ich Ihnen schicken? Ihre Ausweiskopie. Sowas habe ich nicht auf dem Computer. Das ist bei mir in der Geldbörse. Damit ich sie verifizieren kann. Ich kann Ihnen die Nummer vorlesen, die da draufsteht zur Verifikation. Das ist kein Problem. Okay. Muss sie nur rausholen. Okay, warten Sie bitte ganz kurz, ja? Ja. Bleiben Sie bitte dran. Ja. Soll ich jetzt warten? Ja, warten Sie bitte. Ja, danke, ich habe gewartet. Sind Sie jetzt wieder da? Nein, warten Sie noch bitte. Ich bespreche das gerade mit... Können Sie mir die E-Mail bitte einmal schicken? Habe ich doch schon. Eine Ausweiskopie, meine ich. Nee, sowas habe ich ja nicht hier einfach so liegen. Haben Sie das nicht auf dem PC? Nee, wofür denn? Nee, damit ich Sie... Es geht ja hier um Investieren. Wir müssen Sie ja auch verifizieren, sonst geht das ja nicht. Das habe ich ja noch nie gehört, sowas. Ja, es geht ja hier um Geld und Investitionen, um Ihre Sicherheit. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe da jetzt ja keinen... Ich kann Ihnen das mit einem Brief schicken. Das ist kein Problem. Aber der Brief geht... Das geht leider nicht. Können Sie mir gerade Ihr Geburtsdatum nennen? Ja, das ist der 8. Mai 47. Ja. Wozu brauchen Sie das denn? Um Sie als Person zu verifizieren. Ach so. Brauchen Sie, ich kann Ihnen auch die Anschrift geben, da kann man das ja dann, sagen wir mal, prüfen, ne? Haben Sie was zu schreiben? Ja, bleiben Sie kurz dran, ich kläre das mit der Rechnungsabteilung ab. Das ja? ist Altschauerberg 8 91448 Emskirchen. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Bleiben Sie bitte dran, ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Legen Sie nicht auf. Hallo. Hallo. Ja. Sind Sie noch da? Ja. Hallo. Ja, ich bin da, Ich bin mich aber erleichtert. Ja, ja, Herr Mader, darf ich wissen, ja. Sie sind 70 Jahre alt, ja? Ja. Wie alt sind Sie? Bitte? Wie alt sind Sie? Altschauerberg, 8. Ja, wie alt sind Sie? Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie alt sind Sie? 76 Jahre alt. Falls Sie das, ich höre Sie wegen der Musik so schlecht, nicht verstanden. Sagen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. 8. Mai 47.
76 sind Sie. Okay. Bitte? Jetzt machen wir das so. Ich schicke Ihnen jetzt einen Link zu auf Ihre E-Mail. Ja. Können Sie bitte diesen Link einmal herunterladen? Ja. Okay, Moment. Haben Sie WhatsApp? Nochmal, was war die Frage? Das habe ich nicht verstanden. Haben Sie WhatsApp auf dem Handy? Sagt mir nichts. Was soll das sein? Das ist eine Applikation auf dem Handy, wenn man Nachrichten versenden möchte. Sie meinen SMS? Ja, das können wir machen, aber wozu brauchen wir ich das? Ich habe Ihnen gerade einen Link geschickt. Gucken Sie mal den Link. Ja, ich mache das. Ich gucke nochmal eben. Haben Sie den Link bekommen? Nein, da ist nichts angekommen. Per E-Mail. Ach so, weil wir gerade vom Mobiltelefon gesprochen haben. Das ist schon ganz altes, ne? Ja, und was ist das? Klicken Sie auf den Link drauf. Ich habe gefragt, was das denn ist. Achso, das ist ein Link, wo wir jetzt gleich wegen der Aktivierung, damit Sie das auch richtig machen, damit Sie diesen Link durch den Link das machen können, ist das eine Aktivierung, ja? Das habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber Sie zeigen mir das hier alles, ne? Genau, ja. Ja. So, da soll ich jetzt was runterladen, sagt er mir. Genau, jetzt drücken Sie bitte auf jetzt herunterladen. Na gut. Oh, jetzt habe ich die Seite wieder zugemacht. Einen Moment bitte. Ja. Ja, das... Ich muss das irgendwie gerade nochmal bestätigen und nochmal. So. Wären Sie mal so nett, dieses Geschrei im Hintergrund auszumachen, das ist unerträglich. Ja, tut mir leid, ich versuche es ein bisschen leiser zu machen. Tut mir leid, ja? Bitte? Es tut mir leid, ich versuche es. Ich sage Bescheid, dass Sie ein bisschen leise machen sollen. Danke. Bitte. Haben Sie es heruntergeladen? Ja. Okay, was sehen Sie jetzt, wenn Sie diese Applikation aufmachen? Na, das ist so ein, ich weiß gar nicht, das sind so vier Kasten. Sehen Sie da eine rote Nummer, wo Ihre Adresse draufsteht? Können Sie mir die Nummer sagen, wie Sie das in? Das ist aber gar nicht meine Telefonnummer. Nein, das ist eine Nummer, um mich zu verbinden. Bitte geben Sie mir diese Nummer. Ja, das ist, ich muss gerade mal näher dran gehen. Einen Moment bitte. Ja. Das ist so klein geschrieben. Heute ist Tag der Bildschirmlupe. Einen Moment bitte. Das gibt's ja dafür extra. Sehen Sie die Nummer? Ja, ich arbeite dran. Okay, sagen Sie mir die Nummer durch. Einen Moment bitte. Jawohl. 1, 4, 5, 4, 6, 6, 5, 4. Im Prinzip. Okay, ich schicke Ihnen jetzt eine Anfrage. Warten Sie, ich schicke Ihnen gerade eine Anfrage. Gucken Sie, ob Sie es erhalten. So, jetzt haben Sie eine Anfrage bekommen, ja? Eine Sicherheitswarnung von meiner Seite. Ja. Was sehen Sie? Sehen Sie da... okay, jetzt sehe ich Ihr Bildschirm. Warten Sie bitte ganz kurz. Gehen Sie bitte einmal auf Ihre E-Mail. Okay, Google, öffne Gmail auf dem Mobiltelefon. Macht er wieder ein mieses Drecksprogramm.
Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Was ja. möchten Sie denn? Gehen Sie bitte auf Ihre E-Mail. Wozu denn? Ich schicke Ihnen jetzt nochmal einen neuen Link, um diese Aktivierung jetzt zu machen. Das ist aber ziemlich umständlich bei Ihnen. Ja, ich habe ja, die E-Mail jetzt gerade offen. Ja, schicken Sie mal los. Ich habe die E-Mail auf dem Laptop offen. Da kann ich da drauf. Machen Sie das am PC auf, bitte. Machen Sie das am PC. Oh, da ist das noch gar nicht eingerichtet. Aber Sie haben doch gerade das hier. Gehen Sie hier auf Google Chrome. Sehen Sie das hier? Hallo? Ja, ich arbeite dran. Hier, Sie müssen das hier unten aufmachen. Hören Sie mir zu? Ja, ich bin multitaskingfähig. Gehen Sie bitte erstmal hier auf Google. Nur schreien Sie doch nicht. Ich bin ein alter Mann, haben Sie doch mal ein bisschen Geduld. Oh, meine Kreditkartensachen sind gefährdet, steht da. Passwörter für E-Mail-Accounts auch. Ja, das ist zum Aktivieren. Warten Sie bitte ganz kurz. Das ist ja nicht gut. Dann kann ich die E-Mail jetzt aber nicht aufmachen. Avira sagt, das ist alles gefährlich. Nein, das ist was anderes. Das ist zum das ist nicht meine Seite. Ja, das ist aber mein Antivirus. Machen Sie einen neuen Tab auf. Das ist doch mein Antivirusprogramm und das sagt, dass die Passwörter für die E-Mails und für die Kreditkarten in Gefahr sind. Da muss ich jetzt erst den. Ja, Sie dürfen das ja nicht. Oh. Sie geben das ja nicht mehr auch übers Telefon weiter. Nee, aber ich gebe das ja im Computer ein. Da steht ja, die Sachen sind gefährdet. Nein. Ich mache das eben auf dem Laptop auf. Schicken Sie mir das doch mal schnell rüber, dann gucke ich da drauf. Moment, warten Sie bitte erstmal. Können Sie dieses Anydesk-Link auf dem Laptop herunterladen? Nee, das brauche ich ja nicht. Ich habe das ja hier schon. Ja, das ist die Seite, wo Sie sich registriert haben. Wenn genau. Und dann können wir das jetzt ja aktivieren, ne? Genau, wir aktivieren das jetzt. Moment, genau. Sie bekommen jetzt, machen Sie bitte einmal. Ja, schicken Sie mir das doch jetzt bitte mal rüber. Das wird mir langsam suspekt hier. Nein, ich muss erst mal verstehen, weil es ist ein anderer Name registriert worden. Sie haben mir eine andere E-Mail gegeben. Ich muss das auch alles verifizieren und vergleichen. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe das alles absolut bestens. Wir reden jetzt ja schon eine halbe Stunde, das ist ne? Gut, ich. Okay, so, machen Ist das Sie hier der David von Michelangelo hier auf dem Bild oder wer ist das? Das ist einfach nur so ein kleiner eine Art der Finanzberater. So. Ach so. Sie sind. Okay, haben Sie jetzt die Seite. Moment. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja. Haben Sie mir denn die Bankdaten jetzt rausgeschickt? Ich würde das gerne fertig machen. Ich muss nachher noch zum Doktor mit meiner Frau. Ja, Moment. Ich schicke Ihnen jetzt den Link und werde Sie dabei begleiten. Ja, das tut nicht Not. Ne? Das mache ich ja dann auf dem Mobiltelefon alles. Nein, aber die Überweisung machen Sie, aber Sie müssen ja den Aktivierungsprozess starten. Das machen Sie am PC. Ja, dann machen Sie mal. Zeigen Sie mir das mal. Ja, Sie sind verbunden mit der Sparkasse, ja? Nee, mit Ihnen. Ich meine, mit welcher Bank haben Sie Online-Banking, um diese Zahlung zu machen? Ja, die Sparkasse Emskirchen. Das ist Landkreis Ogerberg, falls Sie das kennen. Nee, das sagt mir nichts. Ach so. Mittelfranken auch so. Nicht? Nee, ich habe Ihnen jetzt den Link habe ich Ihnen gerade geschickt. Das ist gut, dann gucke ich doch noch mal auf. Ich fühle mich wie so ein Büromann. Ich habe hier den Laptop offen, den Computer, das Telefon in der Hand und eine Tasse Kaffee. Aber es ist besser, wenn Sie das am PC machen können. Market Trends.
Das die ist Geschichte. Die Einzahlungsseite. Können Sie diesen Link auf dem PC aufmachen? Ja, auf dem Laptop habe ich den jetzt offen. Weil Sie müssen das... Es ist besser, wenn Sie das am PC machen. Da steht jetzt aber im Endeffekt, dass ich einen Kurs kaufen soll. Ich dachte, ich soll investieren. Genau, das ist Ihr Education-Kurs-Paket. Den Schulungspaket kaufen Sie, um diese Aktivierung Ihres Handelskontos zu machen. Ach so, das ist der Link, wo Sie diese Einzahlung machen, genau. Das ist jetzt ja ein Reflink, wie heißt der? Das ist jetzt quasi der Reflink Ihrer Firma zu dieser Seite. Wahrscheinlich, weil Ihr eigenes Konto für Transaktionen schon lange gesperrt ist, oder? Nee, nicht gesperrt. Wenn Sie eine Kreditkarte haben, dann können Sie das mit einem Link machen. Und da Sie ja nur Online-Banking haben, eine normale Debitkarte, machen Sie das durch diese Seite. Aber Moment, Sie müssen dieses Market... Moment, warten Sie bitte, geben Sie mit diesen... Sie dürfen nicht in diese Market-Trend, müssen Sie auch die Nummer reinsetzen, ja? Welche Nummer denn? Oh, welche denn? Die Nummer. Ich habe Ihnen gerade eine Nummer geschickt, richtig? Was ist das denn? Schwarze Liste? Das hat nichts mit uns zu tun. Das sind diese Brokern von den verschiedenen, wenn Sie eine Seite sehen, um das... Das ist genau die Seite, die Sie mir gerade geschickt haben. Ich habe Ihnen eine Seite geschickt mit einer Nummer, einer Registrierungsnummer. Ja. Da ist hinten dran ED. Sehen Sie an dieser Seite? Ja, das ist ein Reflink. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Wir haben vorhin schon übrigens schon mal telefoniert. Ich war der Russe, den du die ganze Zeit angeschrien hast. Doch, ich war der Russe und der Inder. Du hast heute schon mit mir telefoniert. Sie haben mit mir noch nicht telefoniert. Wir sind registriert von Vents Capital. Ich habe Ihnen das gerade geschickt. Ja, du bist eine dumme Scheißbetrügerin. Wir haben vorhin schon telefoniert. Hier ist kein alter Mann dran, den du abzocken kannst. Doch, du bist immer noch live auf YouTube, du Schlampe. Genau wie vorhin, du dummes Stück Dreck. So, was meint ihr, wie die sich gerade anpisst, die Alte? So, mal gucken, ob wir noch ein Mausbattle hinkriegen. Ah, nein, sie war schon wieder draußen. Egal, wieder fast 40 Minuten in diesem Pack geklaut, Freunde. Dafür dürft ihr mir echt was drunter schreiben.